Und damit, meine Damen und Herren, kommen wir zum ersten Keynote-Speaker, zur ersten Keynote. Und die umfasst eigentlich das zentrale Thema, eines der wichtigsten Themen, die Sektorenkopplung. Und dazu freue ich mich, den Präsidenten des ZVEI auf die Bühne zu bitten. Er ist ebenfalls Präsidiumsmitglied des VDE. Herzlich willkommen, Dr. Gunter Kegel. Lieber Herr Professor Wucher, lieber Herr Dr. Stoll, lieber Herr Professor Schnettler, lieber Herr Bent, lieber Dr. Winterhalter, lieber Herr Teigler und den Dr. Weber vom ZVEI haben wir auch schon gesehen. Darf auch von meiner Seite ein ganz herzliches Hallo sagen, auch an Sie, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, bei der DKE heute im Forum vorzutragen. Es geht um nichts anderes als um die Frage, ist denn unsere Vision der All Electric Society machbar? Weil Visionen, die nicht machbar sind, die nennt man Utopien. Und wir wollen nun alle nicht 30 Jahre einer Utopie hinterherlaufen, an deren Ende wir feststellen, es hat nicht geklappt. Es hat nicht funktioniert, weil wir wichtige Grundvoraussetzungen nicht erfüllt haben. Also die Machbarkeit zu überprüfen ist wichtig und damit muss man alle Stakeholder, die an diesen Prozessen beteiligt sind, mit ins Boot holen und überprüfen, wo stehen die denn heute? Ja, also wir haben vorhin vom Staatssekretär gehört, E-Governance steht jetzt an der Spitze. Wenn man da mal im Grunde genommen eine Inventur macht und sagt, wo stehen die denn heute, dann kann man sagen, da ist viel Verbesserungspotenzial. Sie alle haben das ja in der jüngsten Vergangenheit erlebt, nachdem jetzt wieder eine erneute Immobilienzensusfrage rund läuft und Sie jetzt auch erklären müssen, wie denn Ihr Haus, Ihre Wohnung aussieht, damit die Grundsteuer demnächst neu formuliert und erstellt werden soll. Und dann werden Sie lauter Dinge gefragt, von denen Sie sagen, das entscheide ich doch gar nicht, das habe doch nicht ich gemacht, ich habe doch keinen Bodenrichtwert festgelegt, habt ihr doch gemacht. Und ich habe auch keinen Katasterzuschnitt gemacht, habt auch ihr gemacht. Und die Unterlagen, die liegen im Kataster, meine sind vergilbt und alt, weiß gar nicht, ob die noch gültig sind. Warum fragt uns denn dann Staat danach und sagt, sag mir mal, wie groß ist denn dein Haus, wie groß ist denn dein Gelände, wie genau ist denn die Katasterbezeichnung, wie lautet das Flurstück und was hast du für einen Bodenrichtwert? Alles Daten, die der Staat selber generiert hat, aber er ist nicht in der Lage, diese Sektoren zu koppeln. Er hat keine Chance, weil das Gros dieser Daten nach wie vor in Papierform vorliegt. Sie werden sagen, das kann ja nicht wahr sein. Unsere Grundbuchämter sind doch längst digitalisiert. Nein, sind sie nicht. Unsere Kfz-Zulassungsstelle ist doch längst digitalisiert. Nein, ist sie nicht. Wenn Sie ein umziehen, dann teilen Sie es dem Staat mit. Er schickt Ihnen auch gleich eine Grunderwerbssteuer für Ihre Immobilie. 6% werden da auf den Preis draufgeknallt, ohne Gegenleistung, by the way. Und dann stellen Sie fest, Sie müssen aber dem Kfz-Zulassungsstelle noch mitteilen, dass Ihr Auto mit umgezogen ist. Das weiß das also nicht automatisch. Ja. Selbst der Herr de Maizière, ehemals Innenminister, hat gesagt, das ist ja nun wirklich die überflüssigste Behörde, die wir in Deutschland haben. Wir brauchen diese Zuordnung zu Wohnort nicht mehr. Das haben wir mal gemacht, als Datenbanken diesen Umfang von damals vielleicht 10 Millionen PKWs nicht wirklich verwalten konnten. Heute haben wir 40 Millionen PKWs, ein Spauz. Das kriege ich alles auf einem USB-Stick unter, was ich dazu wissen muss. Wir machen es aber trotzdem immer noch so, dass wir sagen, nee, das geht nicht. Du musst also, wenn du in Darmstadt wohnst, DA auf dem Kennzeichen, dahinter kommen so zwei komische Buchstaben und dann gucken wir mal, was frei ist. Und. Sie könnten auf Ihr Nummernschild draufschreiben, was Sie wollen. Es muss nur eindeutig sein. Dieser ganze Firlefanz, den wir uns da nach wie vor leisten, ist vollkommen überflüssig. Den brauchen wir gar nicht zu digitalisieren. Das haben wir in der Industrie auch gelernt. Ja. Bevor Sie etwas digitalisieren, optimieren Sie es erstmal nach Lean-Management-Kriterien. Wenn Sie einen schlechten Prozess digitalisieren, haben Sie nachher einen schlechten digitalen Prozess. Also weg damit, Luft schaffen und dafür sorgen, danke, das ist ja nett, aber Sie rauben mir Zeit. Und deswegen wollte ich heute mal mit Ihnen die Übung machen und schauen, wo stehen wir denn in der Industrie? Wo stehen wir, wenn es um die All Electric Society geht? Welche grundlegenden Dinge müssen denn gemacht werden, damit wir überhaupt vorankommen bei unserem Vorhaben der All Electric Society? Die Vision, ich glaube, die teilen wir alle, das haben wir alle verstanden. Ich will trotzdem noch mal in die Einzelheiten eingehen. Wir haben als Industrie und nicht nur Industrie, sondern die Gesellschaft in vielen Aspekten heute 4 wesentliche Transformationsachsen, auf denen wir uns bewegen müssen. Sonst werden wir in ein paar Jahren nicht mehr da sein. Das eine ist das Thema Digitalisierung und daraus erwachsene neue datengetriebene Geschäftsmodelle. Das machen wir seit wenigstens 20 Jahren. Die Feldbusnormen, der erste Schritt der Digitalisierung, die kommt so aus dem Ende der 90er Jahre. Da haben wir übrigens auch gelernt, was es bedeutet, vorwettbewerblich Normung zu machen.
unsere Feldbusnorm, haben wir uns nicht auf einen Feldbus einigen können und haben dann gesagt, weißt du was, wir normen einfach alle Feldbusse, es sind ja nur 17. Und haben dann 17 verschiedene Feldbusse in diese Norm aufgenommen. Ein paar sind heute verschwunden, aber es gibt sie immer noch. Das heißt, vorwettbewerbliche Norm ist schwierig. Das setzt nämlich einen gewissen Konsens im Stadium voraus, wo wir eigentlich noch gar nicht wissen, wie unsere Produktroadmaps in den Unternehmen aussehen. Haben wir gelernt, wissen wir immer noch nicht so richtig, wie wir damit umgehen. Müssen wir üben, ist eine neue Komplexitätsherausforderung für uns. Zweites Thema, Dekarbonisierung, brauche ich auch nicht viel darüber zu erzählen. Nachhaltigkeit, das ist ja genau das, wo unser Bild der All Electric Society hinfährt. Aber wir sehen auch, zunehmend wird darüber geredet, dass die Welt sich entkoppelt, dass wir plötzlich in Handelsräumen denken müssen und nicht mehr in globalen Dimensionen. Und wir alle, wenn ich mich hier so umschaue, sind Sie alle so in etwa in meiner Alterskohorte, wir haben nun 32 Jahre lang darin gelebt, zu globalisieren. Und es war immer richtig. Es war betriebswirtschaftlich richtig, es war volkswirtschaftlich richtig, es war aber auch unter humanitären und gesellschaftlichen Gesichtspunkten wichtig. Wir haben nie mehr in einer solchen Geschwindigkeit so viele Menschen aus Armut befreit wie in den 30 Jahren der Globalisierung. Ja, der Wohlstand ist sicherlich nicht überall gleichmäßig oder gar gerecht verteilt. Das ist auch ganz schön schwierig. Churchill hat das mal gesagt. Also der Unterschied zwischen dem Kommunismus und der Marktwirtschaft ist, die Marktwirtschaft steht für die ungleiche Verteilung des Wohlstands und der Kommunismus für die gleiche Verteilung des Elends. Jetzt müssen wir uns aussuchen, was wir wollen. Alles gleich, aber auf einem niedrigen Niveau? Oder erlauben wir uns vielleicht auch gewisse Ungleichheiten? Die Deglobalisierung, Decoupling, wird uns als Unternehmen vor schwer lösbare Herausforderungen stellen. Wir alle haben ja nun unterschiedliche Produktions- und Verkaufsvertriebssystematiken. Nehmen Sie das BMW-Modell, da werden die X-Serien in Spartanburg in den USA gebaut, aber nicht für den amerikanischen Markt, sondern für den Weltmarkt. Also wir produzieren an einer Stelle und beliefern damit den Weltmarkt. Wenn wir das nicht mehr können, weil die Deglobalisierung das nicht mehr erlaubt, wird das uns vor dramatische Herausforderungen stellen, von denen wir heute noch nicht wissen, wie wir sie lösen wollen. Also eine Transformationsachse mehr. Ja, und dann ganz Schluss, zum Schluss, Professor Schnettler hat es gesagt, die Demografie, die hat ja zwei Achsen. Es sind erstmal die viel zu geringe Zahl an jungen Studierenden, bei den Frauen wollen wir gar nicht erst anfangen, darüber zu reden, ein Trauerspiel in der Elektrotechnik. Wir haben es nicht geschafft, die Anfänger, Einschreibezahlen der jungen Studierenden auf mehr als 10% Frauenanteil zu heben. Eine Katastrophe für uns als Elektrotechnik. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum. Man sagt ja immer, ja, Frauen sind eben einfach deutlich intelligenter als Männer und wollen deshalb einen Purpose in dem, was sie tun. Also Männer machen ja Dinge, weil sie einfach cool sind. Ja, super, tolle Elektrotechnik, Fumm, ich weiß nicht wofür, aber also mir geht es jedenfalls so. Wenn ich ein Projekt zu Hause plane, das erste, was ich mache, ich renne in den Baumarkt und kaufe alle Werkzeuge, die ich dafür brauche. Häufig kommt es dann dazu, dass das Projekt storniert wird, weil ich keine Zeit oder keine Lust mehr habe. Aber die Werkzeuge habe ich schon. Ja. Also ich bin auch keiner, der in den Baumarkt geht und sagt, ich will ein Loch kaufen. Ich will keine Löcher kaufen. Ich will eine Bohrmaschine kaufen. Vielleicht von der Firma Fein Werkzeuge kaufen an der Stelle und nicht Löcher. Aber Frauen denken vielleicht anders. Die wollen Purpose. Dann frage ich mich, wenn man doch so eine kraftvolle Vision hat wie die All Electric Society, was für ein Purpose soll es denn dann noch sein? Wir sind gerade dabei, die Welt zu retten über die Elektrotechnik. Da müsst ihr doch dabei sein. Und das ist auch meine Botschaft immer an die Fridays for Futures. Ist ja nett, wenn ihr auf der Straße protestiert, es hilft aber nicht. Helfen tut nur zurück an die Schule, Physik, Mathe machen, Elektroingenieur werden und das Ding lösen. Weil wir werden das nicht mehr tun können. Wir werden dann dafür zu alt sein. Vorhin ist gesagt worden, wir müssen den Planeten schützen. Müssen wir nicht. Also da kann ich mal eine beruhigende Botschaft geben. Dem Planeten ist das völlig wurscht. Der wird sich in 100 Milliarden Jahren mal kurz schütteln und dann wird von uns weniger übrig bleiben als von den Dinosauriern. Wo wir immer sagen, ja, die sind ausgestorben, zu wenig Hirn, zu viel Masse und so träge. Die haben es geschafft, von der frühen Jura bis zur späten Kreidezeit, das sind 160 Millionen Jahre, auf diesem Planeten zu bleiben. Wir sind gerade mal 4 Millionen Jahre unterwegs und schon am Ende. Tja, und die Demografie heißt dann eben auch, wir, die Babyboomer, die gehen jetzt in den Ruhestand. Das heißt, wir haben zwei Effekte. Wir haben zu wenig Einschreibungen in der Elektrotechnik und wir haben zu viele Menschen, die jetzt in den kommenden 2 bis 5 Jahren in den Ruhestand gehen. Das wird eine Zerreißprobe für uns in der Elektrotechnik. Als wäre das nicht genug, haben wir jetzt noch 4 Krisen obendrauf. Corona ist noch nicht vorbei. Wer es nicht glauben will, schaut mal nach China. Eine gescheiterte Zero-Covid-Politik, die dazu führt, dass wir immer wieder sporadische Lockdowns ganzer Weltregionen haben. Und by the way, vor Shanghai lagen mal ganze 3% der Containerschifffahrt und es hat schon gereicht, um die Supply Chain wieder heftig durcheinander zu wirbeln. Damit kommen wir zu dem nächsten Thema. Corona bedingt das Durcheinander der Supply Chain, haben wir immer noch nicht wieder ganz geordnet. Frachtkosten sind noch hoch, Frachtkapazitäten noch nicht da, wo sie wieder hin müssen. Davon später abgeleitet die Chipkrise, die hat
ihre Ursache nicht nur in Corona, sondern sie ist auch ein technologischer Wandel und eben eine enorme Investitionsnotwendigkeit für die Chipindustrien. So eine neue Fabrik, die so im Bereich 4 Nanometer aufgestellt werden soll, da reden sie schnell über 10 bis 20 Milliarden Euro. Das wird man nicht überall auf der Welt tun können, ohne Subventionen, ohne mächtige Hilfe des Staats, sondern ist man auch mit vielem unterwegs. Ja, und dann kommt zum Schluss dieser furchtbare Krieg in der Ukraine, der wirklich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass als ich 1979 zur Bundeswehr gegangen bin, dass das vollkommener Unsinn ist, weil wir nie wieder Krieg haben werden. Es war auch so albern. Wir haben dann in Frankenberg mit großer Mühe die Russen abgehört und die haben uns dann zu Weihnachten immer ein Glückwunsch-Telegramm geschickt. Ja. Also die wussten das alle, was wir da hören, und wir haben auch nur das gehört, was wir hören sollten, und wir haben auch denen das nur. Das war einfach albern. Man war über diesen Punkt lange hinweg. Wenn wir ins Manöver zogen, dann war ein Drittel der Fahrzeugflotte an der Kasernenhoftür schon niedergelegen. Die haben das dann nicht mehr geschafft. Und ich glaube, der Zustand ist kaum besser, weil wir es auch nicht mehr brauchten. Weil wir alle gesagt haben, dieses Thema, dass man mit Gewalt Grenzen verschiebt, dass man mit Gewalt anderen seinen Willen aufdrückt, mit schwersten militärischen Mitteln gegen die Zivilgesellschaft, das haben wir hinter uns, das gibt es in Europa nicht mehr. Und das ist eigentlich die größte Desillusionierung unserer Generation, dass es nun doch passiert und wir der Folgegeneration eine Welt überlassen, die wieder genauso im Grunde genommen archaisch gestrukturiert ist, wie sie das vor 30 Jahren gewesen ist. Tja, kommen wir jetzt mal auf den Themenpunkt Dekarbonisierung, Nachhaltigkeit, warum All Electric Society? Und da will ich Sie mit ein paar Bildern überzeugen, die können Sie entnehmen aus der BDI-Klimapfade-Studie. Die ist übrigens sehr gut gemacht, aber keinen Schuss Pulver mehr wert, weil da drinnen steht, dass Gas die überbrückende Technologie ist. Das wissen wir jetzt spätestens seit Putins brutalem Überfall auf die Ukraine. Gas wird keine überbrückende Technologie sein, jedenfalls keins aus Russland. Und wenn wir uns was Neues ausdenken. Aber was ganz anderes steht da drin, und das hat mit der Frage, wie der Klimapfad nun im Einzelnen aussieht, und der Professor Russwurm hat das immer gesagt zu dieser Studie, es geht bei dieser Studie nicht darum, dass wir den Klimapfad beschreiten. Es geht darum, dass wir einen Klimapfad beschreiten, und das wird also jetzt ein anderer werden müssen, wenn Gas als Brückentechnologie nicht mehr verfügbar ist. Aber was unumstößlich ist, wir haben im Jahr 2019 über alle Energieformen 3.590 Terawattstunden Energie verbraucht, und davon sind 85% fossilen Ursprungs, also von wegen 50% erneuerbaren. Das gilt nur für die Stromerzeugung. Unser Gesamtenergiehaushalt besteht mal zu ganzen 15% aus Erneuerbaren. Und wir wollen bis 2045 runter sein auf null bei den Fossilen und glauben dann, mit etwa 2000 Terawattstunden auskommen zu können. Das ist ja verblüffend. Lassen Sie uns diese beiden Werte mal auf eine Grafik zeichnen. Unten die 540 Terawattstunden erneuerbar und oben die Gesamtenergie. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir als Volkswirtschaft weiter wachsen wollen. Was heißt Wachstum in der Volkswirtschaft? Zunächst mal auch mehr Energiebedarf. Ich habe mal ganz vorsichtig 1% angenommen. Und dann ganz mathematisch, da brauchen Sie keine Prognosetools für, sondern es ist einfach Mathematik, landen wir dann bei 4.743 Terawattstunden im Jahr 2050. Können Sie mit dem Taschenrechner nachrechnen, stimmt ungefähr. So, und davon wollen wir jetzt 90% erneuerbar. Ja, das heißt, wir müssten theoretisch von unseren 540 Terawattstunden, um da oben hinzukommen, alle 10 Jahre 1.331 Terawattstunden erneuerbare Energie zubauen. Alle 10 Jahre, obwohl wir für die ersten 540 fast 30 Jahre gebraucht haben. Das ist dann schon nah an einer Utopie. Das ist dann keine Vision mehr, sondern das ist wahrscheinlich nicht machbar. Das hat die Bundesregierung auch verstanden und geht auch gar nicht davon aus, dass wir diese 4000 Terawattstunden erreichen, sondern sagt, rechnen wir doch mal mit minus 2% Energiebedarfsrückgang. Und das ist das Entscheidende, trotz volkswirtschaftlichen Wachstums. Denn Herr Stoll hat es gesagt, wir brauchen Wachstum. Warum? Weil nur wachsende Gesellschaften, wachsende Volkswirtschaften überhaupt das Geld haben, diese Transformation zu bezahlen. Eine schrumpfende Volkswirtschaft, die Defizite verwaltet und keine Möglichkeiten hat zu wachsen, hat auch keine Möglichkeiten, sich selbst zu transformieren. Weil eins ist klar, diese Transformation wird unfassbar teuer. Nun, wir wollen also minus 2% trotz wirtschaftlichen Wachstums. Und das bedeutet dann, wenn wir 90% dieser 2000 Terawattstunden erneuerbar machen, dann sind das nur noch 521 Terawattstunden, die wir zubauen müssen, auch rein mathematisch. Das erscheint dann schon eher machbar. Was ist denn das da oben, dieses Dreieck? Das ist das Energieeffizienzdreieck. Darum geht es. Und Sie sehen das, meine Damen und Herren, aus dieser Grafik, der Beitrag, den die Energieeffizienz
für die sichere Energieversorgung, die CO2-freie Energieversorgung zu leisten hat, ist größer als der Beitrag, den wir durch den Zubau Erneuerbaren erreichen müssen. Das ist die eigentliche Mammutaufgabe, die Herkulesaufgabe. Wenn wir über die Energieformen sprechen, dann reden wir immer über den Zubau der Erneuerbaren. Ja, ist wichtig und ist die Grundvoraussetzung. Aber ohne diese Energieeffizienzgewinne werden wir es nicht schaffen, uns zu dekarbonisieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist jetzt keine Studie oder irgendwas, das ist rein einfach nur mathematisch aufgelöst. Wenn man von den Grunddaten anfängt, sieht das so aus. Ja, jetzt können natürlich viele Leute sagen, und Fridays for Future, meine Freundin Greta Thunberg gehört immer dazu, das glaube ich euch nicht. Ich glaube nicht, dass das geht, dass man das entkoppeln kann. Nun kann man sagen, das geht hier nicht um Glauben. Wer leichter glaubt, wird schwerer klug, sondern es geht darum, dass man mal in die Vergangenheit schaut. Und dann sieht man, von 1990 hat das Bruttosozialprodukt in Deutschland jedes Jahr um 1,2% im Durchschnitt der Jahre normalisiert zugenommen. Und dabei hat sich unser Treibhausgas-Emissionsvolumen um jährlich 1,3% reduziert. Wir haben also genau dieses Effizienzdreieck bereits aufgespannt. Ja, der Gradient ist nicht steil genug, das stimmt. Da müssen nicht 1,3, sondern 2% stehen. Wir haben also noch Erhebliches zu tun. Aber wir wissen vom Prinzip her, ja, es funktioniert. Und wir haben ja auch noch ein paar Jahre Zeit, dieses Dreieck entsprechend aufzuspannen. Wir müssen aber anfangen. Und was natürlich nicht geht, ist, dass wir es uns dann leisten, in 2 Jahren, nämlich 2020 und 2021, den Zubau von Windkraft auf See auf 0 runterfallen zu lassen. 2 komplett verlorene Jahre auf dem Weg umzubauen, auszubauen in erneuerbare Energien. Ja, wir sind technologieoffen, ja, solange es elektrotechnisch ist, klar. Wir sind technologieoffen, deswegen sagen wir, ja, kann ja sein, dass es noch irgendwas anderes gibt. Wir sehen es im Moment noch nicht. Die einzige Energieform, die wirklich CO2-frei ist, ist der elektrische Strom aus erneuerbaren Quellen. Und das kann Photovoltaik, das kann Wasserkraft, Professor Schnettler hat es gesagt, oder eben auch Windkraft sein. Sonst ist uns noch nichts eingefallen. Wir sind ja froh, wenn irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ich hab's. Ja, viele Dinge, die wir schon haben, wollen wir nicht. Atomkraft gehört dazu. Da fangen wir jetzt wieder an zu diskutieren, ob wir nicht doch noch 5 Jahre Laufzeitverlängerung machen, um die Lücken zu stopfen, die jetzt durch die Gasreduktion entstehen. Ich finde zum Beispiel den Vorschlag, wir sollten jedes Mal nach der Tagesschau, vielleicht nicht vor, sondern anstelle des Wetterberichts, eine kurze Rubrik einführen, die so ähnlich wie mit dem Redenspeicher. Sie wussten wahrscheinlich vor 3 Jahren gar nicht, was das ist. Das ist der große Gasspeicher, den wir jetzt täglich füllen. Und wir sind jetzt bei 56%. Wir schaffen am Tag so ungefähr 0,5% noch da reinzubauen, solange der Putin uns Gas liefert. Ja, und sowas brauchen wir auch für die Elektrotechnik. So eine Art Speicher, der zeigt, wie hoch sind die Einschreibezahlen, wie hoch sind die Rückgängerzahlen. Dass wir das permanent plastisch vor Augen haben. Was passiert denn da gerade mit unserer Gesellschaft? Weil ohne Ingenieure werden wir keine Zukunft haben. Wir tun so, als wäre das ja so von vielen Dingen. Aber schauen Sie mal, wo unser Wohlstand heute herkommt und wer den sich erdacht hat. Das waren die Ingenieurgenerationen vergangener Tage. Und unsere Aufgabe ist es heute, die technologische Grundlage dafür zu legen, dass wir auch in Zukunft Wohlstand haben, den wir hier in Deutschland verteilen dürfen. Ja, also die Herausforderung heißen schneller Ausbau der erneuerbaren elektrischen Energiequellen und das betone ich nochmal, die signifikante Erhöhung der Energieeffizienz bei wachsender Wirtschaftsleistung. Das ist in a nutshell die All Electric Society. Das Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell einer nachhaltigen CO2-freien Zukunft besteht aus Kreislaufwirtschaften, deren dominante Energieform Strom aus erneuerbaren Quellen ist. Der grüne Wasserstoff, auch das hat Professor Schnettler gesagt, und E-Fuels gehören natürlich zu diesem technologieoffenen Zukunftsbild. Aber auch die gründen zunächst einmal auf dem erneuerbaren Strom. Jetzt wird Ihnen vielleicht auch klar, warum die Diskussion, können wir nicht doch den Verbrennungsmotor noch über die nächsten 30 Jahre hätten, so müßig ist. Weil der Verbrennungsmotor ist CO2-frei, wenn ich ihn mit E-Fuels betreibe. Aber er bringt gar nichts zum Thema Effizienz. Der elektrische, batterieelektrische Antrieb hat einen enormen Effizienzhebel von fast 60% gegenüber dem Verbrennungsmotor. Das Potenzial dürfen wir nicht liegen lassen, nur weil wir Dinge in die Zukunft retten wollen, die keine Zukunft haben. Ja, E-Fuels werden eine Bedeutung haben. Flugzeuge werden wir wahrscheinlich nicht mit Elektrobatterien in die Luft bekommen und wahrscheinlich auch nicht mit Brennstoffzellen. Da wird E-Fuels die einzige Möglichkeit sein. Wir hatten es war beim BDI, eine sehr nette Podiumsdiskussion, wo eine Dame von der Lufthansa da hat gesagt, naja, wenn ich alle E-Fuels, die heute auf der Welt produzieren, zusammenzähle und nutze die, dann kann die Lufthansa da 5 Tage von fliegen. Nur die Lufthansa. Die anderen sind alle gegroundet, die können dann nicht mehr fliegen. Das heißt, wir müssen da die Raffineriekapazität natürlich auch dramatisch ausbauen. Dazu braucht es Mengen am grünen Wasserstoff. Und es ist im Moment kaum vorstellbar, dass wir so viel erstellen an grünem Wasserstoff und so viel überflüssige elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen haben, dass wir wirklich auch unser geliebtes Auto wie gewohnt mit fossilen, in dem Fall eben mit E-Fuels betreiben können. Tja,
Die All Electric Society, auch das ist schon gesagt worden, ist wo immer möglich digitalisiert und nutzt datengetriebene Geschäftsmodelle, aber eben nicht nur, weil wir Spaß damit haben wollen, mit den 37 Wetter-Apps, die unser Moderator genannt hat, sondern weil wir Apps, Applikationen entwickeln wollen, die auf der digitalisierten All Electric Society sitzen, die uns eben helfen, energieeffizient zu sein oder Sektoren zu koppeln oder. Also Elektrifizierung und Digitalisierung sind die größten Hebel für die Energieeffizienzaufgabe, die wir vor uns haben und grundlegende Voraussetzungen für Sektorenkoppelung. Sektoren, die analog in ihrer Natur sind, können sie nicht koppeln. Brauchen sie gar nicht versuchen. Sie müssen erstmal grundlegend digitalisieren und das auch noch in einer Form, dass die unterschiedlichen Sektoren ihre jeweilige digitale Sprache auch untereinander verstehen. Das heißt, sie müssen sektorübergreifende Datenstrukturen, Datenprotokolle machen. Auch dazu habe ich ein Beispiel, wie wir das machen wollen. Tja, und dann kommen wir zur Aufgabe der Normung in diesem Konzert. Wir wissen das alle und das ist im Moment unser aktuellstes Thema, Interoperabilität. Wir normen etwas, damit es auch schön zusammenpasst. Ja. Das ist aber bei weitem nicht alles. Die Aufgabe der Normung geht über vieles hinweg. Und was immer vergessen wird, deswegen erwähne ich es hier nochmal spezifisch, ist die rechtssichere Festlegung des Stands der Technik, dass wir als Unternehmen arbeiten können, Produkte erstellen oder auch im Falle einer Produkthaftung enthaftet werden, wenn wir den Stand der Technik angewendet haben. Und das tut man, indem man normengerecht seine Produkte ausführt. Führt dazu, dass wir hier ein relativ entspanntes Wirtschaften haben. Sie können das Gegenteil in den USA sehen, wo diese Rechtsgrundlage nicht gilt, wo man Produkthaftungsklagen hat, die in die dreistelligen Millionensummen gehen und völlig irrational werden. Das brauchen wir nicht, weil wir sagen, jeder, der sein Produkt normkonform ausführt, führt es gemäß dem Stand der Technik aus und ist damit von jedem Vorwurf des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zunächst mal befreit. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz. Normung als technische Regelsetzung wird immer vergessen nach dem Motto, ja, wir brauchen das jetzt für die Zukunft und. Nee, wir brauchen das für unsere Gegenwart, für unser wirtschaftliches Handeln. Ja. Natürlich, und das kommt natürlich mehr und mehr, sollen Normen dann auch unsere Werte verkörpern. Ja, Europa stellt da einen Anspruch an uns und sagt, Leute, dass ihr Elektrotechniker so nett unter euch normt, habt da eure DKE und heimlich geht das zu Zenelec und von da, ohne dass man merkt, wie, ist es plötzlich in der IEC, weltweite Norm, fertig und kein Europapolitiker hat dazu auch nur ein Wort sagen dürfen. Das geht nicht. Wir wollen uns da einbringen. Und wie Europa das nun macht, bringen Sie sich ein und der Prozess wird ewig in die Länge gezogen. Wir haben mit den sogenannten Hass-Consultants, nicht weil wir die alle hassen, sondern das heißt Harmonization-Consultants, ein System geschaffen, was sich sequenziell hinter den Normungsprozess schaltet. Katastrophe, wenn dann noch dazu der Hass-Consultant von dem, was wir normen, keine Ahnung hat. Ja, dann dauert das ewig, diese Konsultation hinter sich zu bringen und. Das müssen wir ändern. Normung braucht Geschwindigkeit in der Zukunft. Das können wir nicht zulassen. So, und jetzt kommen die neuen Themen dazu. Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit, mit denen auch die Normen, Stoll hat es gesagt, einen starken Enabling-Charakter haben. Also ich glaube nicht, dass Normen voreilen vor Innovation. Das halte ich für unmöglich. Aber wenn die Innovation da ist, hat die Norm die Aufgabe, diese so festzuschreiben, dass sie für alle nutzbar ist und damit ein hohes Maß an Investitionssicherheit besteht. Auch das ist Aufgabe der Normung. Tja, Herr Winterhalter hat auf der gestrigen Präsidiumssitzung des DIN ein Bild gezeigt und er hat das als neue Referenzarchitektur der Normung bezeichnet. Also ganz oben ist das Anbahnen, Foresight, da kann man sich vorstellen, da hat man Thinktanks und solche Leute, aber auch die Wissenschaft, Innovatoren, Startups, darf man nicht ganz vergessen, da gehört natürlich auch die Industrie dazu, weil 2/3 der F&E-Tätigkeiten kommen nun mal aus der Privatwirtschaft und nicht aus staatlicher Hand und von den verbliebenen Drittel der staatlichen Hand ist die Hälfte Grundlagenforschung, die in der Normung nun wirklich nichts zu verloren hat. Wir sind also auch dabei. Dann das Orchestrieren, also die Abstimmung zwischen den politischen Entscheidern und Wirtschaftsentscheidern. Was machen wir denn nun genau? Was können wir denn? Was ist realistisch machbar? Nochmal, eine Vision, die nicht machbar ist, ist eine Utopie. Und dann wird genormt, die Regulierung, Normung, da sind die Verbände mit dabei und so, wie wir das heute haben. Und dann wendet man es an. Wenn man dieses Bild sieht, dann kommt der Verdacht auf, dass das hier ein strenger Top-Down-Approach ist, der von oben nach unten ist. Also die Wissenschaft sagt uns in der Wirtschaft dann, was wir zu normen haben. Das, sage ich Ihnen, wird der Tag, an dem ich hier ganz laut aufschreie, und zwar so laut, dass man es weit außerhalb dieses Raumes hören kann. Das wollen wir natürlich nicht.
Was wir aber wollen und was wir verstehen, ist, dass das eigentlich eher so zu sehen ist. Also eine flachliegende Scheibe, so habe ich es jedenfalls gestern verstanden in unserer Präsidiumssitzung. Und diese Scheibe gilt mal erstmal nur für Deutschland. Und darüber gibt es noch eine andere Scheibe, das ist die von Europa. Und noch eine oben drüber ist die weltweite. Und dann haben Sie in etwa verstanden, in welcher Komplexität Normung in Zukunft stattfinden muss. Und da geht es nicht um einen Top-Down-Approach, sondern die Ebenen und die jeweiligen Bereiche greifen auf unser Normungsgeschehen zu, wollen uns beeinflussen. Sie wollen die gesellschaftlichen Anforderungen an Normung mit einbringen. Und das ist eben nicht mehr eine Privatveranstaltung der Industrie. Leider nicht mehr. Aber die Zeiten, in denen wir sozusagen als Club der Elektrotechniker unter uns genormt haben, die sind vorbei. Wir werden uns öffnen müssen, um zu verstehen, welche Anforderungen werden an unsere Normung gestellt von anderen Stakeholdern der Gesellschaft. Das wird ein sehr schmerzhafter Prozess werden, bis wir das alle verstanden haben. Das ist nämlich ein so komplexes Bild, erinnert mich stark an sowas. Sie wissen, was das ist. Das soll das Metaverse sein. Ich schreibe es nochmal dazu. Ganz wichtig fürs Metaverse, Sie brauchen so eine 3D-Datenbrille. Und ich glaube mittlerweile auch, es ist von Vorteil, wenn Sie so eine Frisur haben. Jetzt trifft dieses komplexe Bild auf so einen harmlosen Mittelständler wie uns. Einmal ein paar Kennzahlen hingeschrieben, wir machen 950 Millionen, sind also kein kleiner Mittelständler mehr. Alles, was ich sage, gilt für den kleinen Mittelständler nochmal dramatisch skaliert. Ja, und wir sollen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wir haben aber schon genug mit unserem eigenen Kram zu tun. Wir haben unsere Legacy-Produkte, die wir seit vielen, vielen Jahren in immer kleinen, evolutionären Schritten weiterentwickeln. Und wir haben darunter neue Geschäftsmodelle, wo wir uns bemühen, mit neuen Ideen etwas sehr viel digital zu machen. Also da oben Digitalisierung des bestehenden Portfolios und unten drunter neue digitale datengetriebene Geschäftsmodelle. Damit setzen sich die Unternehmen sowieso alle schon auseinander und jetzt kommt diese hochkomplexe Normungsgeschichte obendrauf, wo wir jetzt wirklich in die Bütt müssen und mit Europaparlamentariern reden, mit DG Growth. Ich wusste vor 3 Jahren gar nicht, wer das ist und was die da treiben und dass sie tatsächlich Sachverstand in die Geschichte mit reinbringen, fand ich verblüffend. Ist aber so, mit den Leuten, wenn sie mit denen reden, müssen sie fit sein in der Argumentation, weil die sind's. Die haben eine klare Sichtweise auf die Dinge und die wollen, dass diese Sichtweise sich in den Normen wiederfindet. Ja, der VDE hat dann ein Bild gemalt für die All Electric Society, ist wieder dieser Mensch mit der Brille, aber diesmal hat er eine etwas, sagen wir mal, elektrotechnisch konformere Frisur, will ich mal sagen, und schon passt es. Wir haben im ZVI ein etwas anderes Bild, das lege ich einfach mal oben drüber, weil dann macht es großen Sinn. Da sieht man jetzt die einzelnen Bereiche der Elektrotechnik und wie die miteinander verschränkt, wie die miteinander verkoppelt sind. Und darauf kommt es an, alle Bereiche elektrifizieren und so gestalten in der Normung, dass sie interoperabel sind, sprich eine Sektorenkopplung stattfinden kann. Schauen wir mal auf die Digitalisierung als zweiten Punkt. Wo stehen wir denn da? By the way, Sie sehen, da wird es dann auch bei der DGE plötzlich bunt. Es ist gar nicht mehr so dröge und so blöd mit Normengremien und sondern plötzlich ist man mitten im Thema. Wow, Industrie 4.0, Verwaltungsschale, ja, zugegebenermaßen wieder so ein sehr sperriges deutsches Wort. Asset Administration Shell im Englischen ist kaum besser. Das haben wir mittlerweile alles verstanden. Digitalisierung steckt nicht mehr in den Kinderschuhen. Wir haben 2013 den Arkatec-Abschlussbericht auf der Hannover Messe der Kanzlerin übergeben. Das ist für mich immer der offizielle Startschuss. Man braucht ja irgend so ein Geburtsdatum. Das heißt also 10 Jahre her, dass wir das tun. Wir sind weit gekommen. Wir haben jede Menge Leuchtturmprojekte gemacht. Wir haben viele Machbarkeitsstudien. Wir haben auch in vielen Unternehmen schon digitale Prozesse ausgerollt. Aber wir stellen fest, der Initialaufwand ist nach wie vor dramatisch hoch. Und wenn ich dann mit IT-Leuten rede, dann sind die immer ganz verwirrt, weil sie gar nicht verstehen, wo unsere Problematik herkommt. Sagt, ihr habt doch Sensoren, gebt doch mal die Daten her. Und wir sagen dann, unser Sensor produziert keine Daten. Der produziert Messwerte. Was ist der Unterschied zwischen einem Messwert und einem Datum? Am Messwert, da kriegen Sie, wenn Sie Glück haben, noch die SI-Einheit mitgeliefert, das war's aber. Die gesamte Content-Information, was ist das denn überhaupt, ist a priori in dem Anlagen-Engineering enthalten und wird nicht im Datum übermittelt. Also dazu kommt die Erschwernis, nehmen Sie die chemische Industrie in Deutschland, 95% aller Sensorsignale, ob das jetzt ein Durchflussmesser, ein Flowmeter ist, also Temperaturmessung, Druckmessung oder vielleicht Füllstandsmessung, ja. 95% dieser Signale werden über eine 4 bis 20 mA Schnittstelle übertragen. Das ist die Realität der Digitalisierung im Shopfloor. Und diese Realität, die müssen wir jetzt Zug um Zug umbauen. Das geht nicht über Nacht. Ist wahnsinnig teuer.
Und deshalb scheuen viele davor, weil meine Anlage ist sensorisch so ausgelegt, dass ich sie sicher und effizient betreiben kann. Ich muss sie nicht digital emulieren, simulieren oder darstellen können, weil dann bräuchte ich viel mehr Sensoren und viel digitalere Signale, die dann auch wirklich Daten abgeben. Da müssen wir also dran. Wir müssen in einer All Electric Society, da gehört Industrie 4.0 als Teilbild dazu, müssen wir eine Grundlage schaffen, wo es einfach wird, digitale Geschäftsmodelle oben drauf zu setzen. Das ist heute unser Problem. Warum haben wir so wenig in der Industrie Startups, die erfolgreich neue Geschäftsmodelle implementieren? Weil der Aufwand, den Shopfloor unten drunter zu digitalisieren, unfassbar groß ist. Da müssen wir dran. Wie wollen wir das machen? Dazu haben wir ein theoretisches Konstrukt gebildet auf der Industrieplattform 4.0. Auch schon wieder 8 Jahre her. Verwaltungsschale, Referenzarchitektur. Hat jeder gesagt, das ist ja so theoretisch. Was willst du denn damit anfangen? Ja, Immanuel Kant hat mal gesagt, es gibt nichts Praktisches als eine Theorie. Und das gilt auch für diesen Bereich. Wir setzen das jetzt um. Einfachstes Beispiel, das digitale Typenschild. Wir greifen also über einen QR-Code auf diese Asset Administration Shell, auf die Verwaltungsschale zu. So, und dabei sieht das, wenn die Europäer das machen würden, so aus. Die würden so uns sagen, finden wir ganz toll. Schiebt mal alle eure Typenschilder in eine große Datenbank, die heißt da nicht Skip, sondern irgendwie anders, aber es ist eine große Datenbank, die so designtechnisch aus dem vorletzten Jahrhundert stammt, so 1990 oder früher, so ist die aufgebaut und da zwingen wir euch zu, den ganzen Müll da reinzuschreiben und dann seht mal zu, wie ihr das akut und Aschur haltet und dann wissen wir auch nicht so genau, wie das funktionieren soll, aber wir machen das mal so. Ja. So geht's nicht. Die Skip-Datenbank ist ein wunderschönes Beispiel, wie man es heute nicht mehr machen darf, sondern es muss so aussehen. Wir haben ja alle Product Lifecycle Management Systeme in der mehr oder weniger ausgeprägten Form. Manche haben es in verteilten Datenbanken, aber wir haben die Daten bei uns. Wenn ich also einen Mechanismus entwickle, der über einen QR-Code eine dynamische Information, das kann eine Webseite sein oder ähnliches, in dem Moment generiert, wo ich über den QR-Code zugreifen will, brauche ich überhaupt keine zentralen Datenbanken mehr, sondern ich ziehe das direkt aus den Lifecycle Management Systemen der Hersteller. Der entscheidende Punkt ist, wenn wir alle notwendigen Prozesse, die man sich digital vorstellen kann, in der Verwaltungsschale abbilden wollen. Geht das auch nur so? Es ist völlig unmöglich, für all die unterschiedlichen Anwendungen über zentrale Datenbanken oder Server zu reden. Wir müssen das auf diese Weise dezentralisieren. Nur die Hersteller selber sind in der Lage, das ständig Aschur zu halten. Für das digitale Typenschild würde das bedeuten, wir als Unternehmen müssten bei roundabout 10 Millionen Produkten keine Beipackzettel mehr beilegen, weil es gibt nun endlich per QR-Code das Typenschild lesbar. Also ich kann unsere Typenschilder nicht lesen. Das liegt an meinem fortgeschrittenen Alter und meiner nachlassenden Sehkraft. Auf meinem Handy kann ich das. Da kann ich sogar zoomen, wenn ich will. Das heißt, ich biete dem Kunden einen unglaublichen Vorteil. Ich spare 10 Millionen kleine Plastiktütchen, in die wir unsere Beipackzettel reinstecken, und 20 Millionen Papier. Jede dieser beiden Dinge ist nur für uns 100 Tonnen CO2, die wir einsparen. Also 200 Tonnen nur digitales Typenschild. Bezahlt sich von alleine und hat auch noch einen riesen Kundenvorteil. Wir kommen nicht aus dem Quark. Seit 5 Jahren predigen, erzählen wir das. Wir haben eine IDTA gegründet, die jetzt wirklich dieses Thema voranbringt. Und jetzt sehen wir so langsam, und der Cedric Neige von Siemens hat das auf dem BDI-Kongress so schön gesagt, weißt du, das Projekt ist wie so eine Ketchupflasche. Da kannst du 10-mal hinten raufschlagen, nichts passiert und plötzlich macht es Platsch und dann ist es da. Und ich glaube, wir stehen vor diesem großen Platsch. Wir werden das also sehen, wenn wir diese Verwaltungsschale, dieses Konzept jetzt richtig normen und so aufbauen, dass wir durch Teilmodelle uns Zug um Zug an die unterschiedlichen Anforderungen der Geschäftsmodelle anpassen können. Dann haben wir da ein extrem wichtiges Instrument geschaffen. Und da können Sie natürlich den digitalen Gerätepass, die Full Material Declaration, die Lieferkettenabbindung. Stellen Sie mal vor, auf Knopfdruck kriegen Sie einen Carbon Footprint von einem Schaltschrank, der aus 200 verschiedenen Komponenten von 100 verschiedenen Herstellern stammt. Genial. Wäre gar keine große Sache, wenn wir eben diese Norm der Verwaltungsschale hätten und wir sind deshalb dran. Und das machen wir hier bei uns und wir müssen dieses Konzept wirklich in der Fläche ausrollen, weil nur dann, und die Verwaltungsschale ist ein relativ kompliziertes Konstrukt, gibt viele Dinge dazu, die man wissen muss, also nicht einfach nur so ein Sammelsurium an Daten, sondern es hat eine tolle Struktur, da ist schon viel, Sie sehen es an den Begriffen, in die Normung eingeflossen oder umgekehrt, wir haben existierende Normen dafür verwendet.
Und dann entsteht etwas, das würde ich mal als Industrial Metaverse bezeichnen. Und dieses Industrial Metaverse, das braucht keine 3D-Brille und da müssen Sie auch nicht so eine hippe Frisur haben, sondern da sind alle unsere Produkte durch eine Verwaltungsschale, durch eine Asset Administration Shell drinnen beschrieben. Und jede digitale Anwendung kann dann einfach oberhalb dieses Metaverse aufgesetzt werden und greift auf strukturierte digitale Daten zu. Und das gibt dann wirklich den Durchbruch der digitalen Prozesse und digitalen Techniken. Ohne dass wir dieses Thema Normen, macht das keinen Sinn. Ein digitaler Zwilling, der proprietäre Strukturen hat, ist komplett sinnbefreit. Das geht nur, wenn wir uns festen Normen und Standards unterwerfen. Und deswegen müssen wir die erarbeiten. Und das ist das berühmte ganz, ganz dicke Brett, das wir hier bohren müssen. Aber wir kommen nicht umhin, wir müssen das bohren. Tja, und natürlich braucht dieses Industrial Metaverse auch ein Industrial Security Network. Auch das ist klar. Wir werden unsere Anwender nicht dazu bringen, die neuen Technologien zu starten, wenn sie der Struktur nicht vertrauen und Angst vor Cyberangriffen oder gar Erpressung oder ähnlichen Dingen haben. Tja, damit, glaube ich, habe ich Ihnen vermittelt, wo wir stehen heute und wie viel wir noch zu tun haben, bis wir an die Realisierbarkeit einer solchen Vision herangehen. Und wenn wir das tun, dann wird es auch eine Vision und keine Utopie. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Kegel. Sehr spannender Vortrag. Ich weiß, im Industrial Megaverse wäre auch ich willkommen mit der Frisur ohne Brille. Ich habe mitgenommen, wir stehen irgendwie kurz vor diesem Ketchup-Flatsch. Sie haben vorhin diese dreidimensionale Matrix gezeigt, der Normung, die Sie mitgenommen haben aus der Präsidiumssitzung, Deutschland, Europa, die Welt. Wenn ich das sehe, frage ich mich, wie kriegen wir das Tempo hin, das wir brauchen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mal als erstes sagen, dieses Konzept verträgt überhaupt keine Egoismen und Eitelkeiten, sondern die Menschen, die in diesem System arbeiten, haben sich zu 100% an der Sache zu orientieren. Da kann es auch nicht darum gehen, welcher Bereich, welcher Verband, wer macht was, sondern das muss sauber verzahnt abgestimmt sein, damit jeder weiß, okay, das ist meine Aufgabe in dem Konzert und es geht nicht darum, ich reiß mir jetzt dieses Paket in den Nagel, bevor es der andere tut. Wenn wir mit solchen Denkweisen weitermachen, dann werden wir scheitern. Dazu wird das Bild zu komplex und dazu sind dann auch die anderen Stakeholder zu gut organisiert. Also wir müssen gerade aus Wirtschaft und Industrie uns dort sauber aufstellen. Dieser neue Normenraum hat keinen Platz für Egoismen und Eitelkeiten. Vielen Dank für den Moment, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich glaube, dass viele Ihrer Anstöße heute im Verlauf des Tages aufgegriffen werden und bestimmt auch jetzt gleich in der anschließenden Kaffeepause diskutiert werden. Danke nochmal für Ihren Impulsvortrag.